Ja, was macht die hier? Ba. Hä, ist das eine Bernarde? Okay, er weiß nichts über Barbaren. Ja, Dolan, ich bin Dolan. Mein Bruder heißt Digby und ich habe noch einen Bruder, der heißt aber nicht Big Digby, der heißt Dogal. Interessant, was macht ihr hier, Doland? Ja, mehr können wir nicht fragen. Dann fragen wir mal Dogal. Hä, wer seid ihr? Ich bin Benno hier. Und wer seid ihr? Ich bin Dogal. Meine Brüder und ich sind Fallensteller hier in der Gegend. Wieso? Was wisst ihr über Einsamkeit und die Bedrohung durch die Barbaren? Von Barbaren weiß ich nichts. Und von dieser Stadt weiß ich bloß, dass sie vollgestopft ist mit hängen gebliebenen Verlierern. Wäre aber okay, wenn man bloß dieser Moralapostel Emmerich nicht wäre. Wieso, was ist los mit Emmerich? Emmerich ist so ein Waldläufer, der beim See wohnt. Er fühlt sich auf, als wäre das Gesetz hier. Dabei ist er bloß ein wimmernder Wurm. Wenn er sich noch einmal an unseren Fallen zu schaffen macht, wird es bereuen. Na dann lebt wohl, Dugal. Wir können ihn noch fragen, wo stellt ihr eure Fallen auf? Ich stelle meine Fallen auf, wo ich will. Der Nächste, der sich beschwert, kriegt die Visage poliert. Und dieser Weltverbesserer Emmerich? Ja. Mehr können wir die nicht fragen. Also wir können ihnen schon mal nicht die Fresse polieren. Einverstanden. So, dann gucken wir jetzt noch in die Taverne hier rein. Ach so, wir versuchen es noch mal bei Haley. Haley, solltest du nicht auf dem Weg nach Hause sein? Nein, ich gehe nicht nach Hause, ja. Aber Haley, wenn ich die Stadt vor den Barbaren retten, damit ich die Stadt vor den Barbaren retten kann, musst du nach Hause gehen und deinen Vater beschützen. Das Geheimnis, das ich dir erzählt habe, wird ihn schützen, aber nur, wenn du bei ihm bist. Wirklich, ihr flunkert nicht. Okay, ich gehe jetzt gleich nach Hause. Leb wohl, Haley. So, das hat Haley abgeschlossen. Schließlich konnten wir Haley davon überzeugen, dass es doch besser wäre, nicht mehr durch die Stadt zu streifen, sondern lieber nach Hause zu gehen. Wenn ich noch einmal mit ihr reden muss, werde ich sie bestimmt dort finden. Okay. Jetzt können wir in die Taverne. Was ist los? Ja. Einverstanden. So. Gut, hier sind sehr viele Leute. Und ein Weg nach Sag, was du oben. von der in Ordnung. Und hier ist. Achso, das sehen wir nur von dort. Da ist Roald Tunnelfaust am Berdun, die sich da, also die Mutter von Haley. Robert Stummelzee, Mordown und Kieran. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Gucken wir erstmal nach oben. Woran ist, wenn es dein Wunsch ist? Weil Lunastra geht gerne mal in. Ja, Spitzbubenstein. Und Versetzungspfeile, okay. Ich höre. Nur das da geht halt gerne ist. Mal hausieren. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier ist was. Okay, eine leere Truhe. Ah, ein Gold. Also Geld klauen wir nicht. Und was ist hier drin? Was verschlossen ist.
Ein vergiftetes Schnelligkeitsöl, das können wir da auch drin liegen lassen. Wem auch immer das gehört. Dein Befehl, vorwärts. Oder halt ein abgelaufenes Schnelligkeitsöl, wem auch immer das gehört. In Ordnung. Was, wenn es sein muss? So, dann gucken wir uns mal hier hinten um. Hier ist die Küche wahrscheinlich. Inklusive Schlachthaus. Ah, eine Zaubererrobe. Und hier ist ein Geheimraum. Also, einmal stand hier gerade... Auf dem Tisch liegen verschiedene Reagenzien und Stücke obskurer Altertumskunde herum. Auf diesem kleinen Podest liegt eine solide Kristallkugel. Ein seltsam leuchtendes, bläuliches Licht geht von der Kugel aus. Und hier ist ein Zauber sieben Augen. Dieser Zauber ruft sieben magische Augäpfel hervor. Okay. Jedes Auge hat eine Defensive und eine offensive Fähigkeit. Es kann jedoch jeweils nur eine dieser beiden Fähigkeiten verwendet werden, bevor es seine Wirkung verliert. Wenn der Zauber sieben Augen vor Ablauf der Wirkungsdauer nochmals angewandt wird, bleibt er unwirksam, unabhängig davon, ob noch Augen übrig sind. Die Kräfte der einzelnen Augen sind im Folgenden beschrieben. Auge der Gedanken. Dieses Auge schützt den Anwender vor metallen Angriffen, wie beispielsweise Bezauberung, Gefühl oder Furcht. Das Auge kann als Magierzauber des ersten Grades Personenbezaubern angewandt werden. Das zweite Auge ist Auge des Schwertes. Dieses Auge wehrt den ersten körperlichen Angriff ab, der den Anwender trifft. Das Auge kann als Magierzauber des ersten Grades magisches Geschoss verwendet werden. Auge des Magiers. Dieses Auge absorbiert einen Angriff mit Feuerkälte oder Säureschaden. Das Auge kann als Magierzauber des dritten Grades Blitzstrahl verwendet werden. Das Auge des Giftes stoppt einen Angriff mit Gift oder macht ihn unwirksam. Außerdem kann das Auge zum Vergiften eines Wesens verwendet werden, wobei es dem Opfer in 30 Sekunden insgesamt 30 Schadenspunkte zufügt. Auge des Geistes blockiert einen Angriff, der sofort zum Tode führen würde. Ja, Todeszauber, Finger des Todes, Wort der Macht Tod, Zerstörung. Stattdessen kann der Zauber die Kraft des Auges als Strahl der Schwächung verwenden, wodurch die Stärke des Opfers um 5 Punkte abnimmt, seine Treffsicherheit hinabgesetzt wird und die vom Opfer zugefügten Schadenspunkte reduziert werden. Lasst uns an die Arbeit gehen. Oh, der da redet. Auge der Stärke. Dieses Auge blockiert eine Wirkung von Betäubung, Taubheit oder Blindheit. Alternativ kann der Magier kann es als der Magierzauber des vierten Grades Brüllen verwendet werden. Und dabei fing die Reise so vielversprechend an. Ja, okay. Ich glaube, weil wir jetzt gerade zu lange rumstehen, meckern unsere Kameraden. Sag, was du von mir willst. Okay, dann reden wir mal mit den Leuten hier. In Ordnung. Was ist denn los, Fremder? Seht ihr nicht, dass ich trinke? Wer seid ihr? Ich bin Roald Tunnelfaust vom Schlachtenhammer-Clan. Und von welcher Nervensäge habe ich das Vergnügen, belästigt zu werden? Ich bin Brenno hier, Roald. Es freut mich, euch kennenzulernen. Ah, ich bin auch ganz aus dem Häuschen. Also, was wollt ihr? Ihr seht aus, als hättet ihr eine Schlacht hinter euch. Ei, vor etwa einer Woche. Kennt ihr das Barbarenlager östlich von hier? Ja, ich habe gehört, dass sich die Barbaren in der Nähe versammelt haben. Na, also, ich und meine Männer wurden vom Clan losgeschickt, um das Lager auszukundschaften. Die verdammten Winden haben uns entdeckt und sich wie eine Meute Hunde auf uns gestürzt. Irgendwann haben wir dann mit dem Rücken zum Abgrund gestanden und konnten nicht weg. Also haben wir den Gegenangriff gestartet. Wenn schon sterben, dann wenigstens nicht allein. Alle meine Männer, die Winden haben sie einfach niedergemacht. Und auch ich habe gedacht, mein letztes Stündchen hat geschlagen und mich für einen Todesstoß bereit gemacht. Da dröhnt plötzlich doch eine tiefe Stimme von hinten und die Meute weicht zurück. Ein Hühner kommt auf mich zu und funkelt mich böse an, muss über 2 Meter groß gewesen sein und hat königlich in Insignien getragen. Schleppt eine Doppelaxt größer als ich. Was ist dann passiert? Na, er hebt die Axt und holt aus, hätte mich fast erwischt.
Er war so unglaublich schnell mit der Klinge, ich hatte kaum Zeit, mein Schild zu heben und den Schlag abzuwehren. Ich erinnere mich nur noch, dass mein Schild zersplittert und ich den Abhang runtersauste. Bin am Fuße des Abhangs in dem Haufen zerbrochener Zweige aufgewacht. Die Bäume müssen meinen Fall gebremst haben. Hab mich verbunden und in die Stadt geschleppt und seitdem bin ich hier. Könnt ihr mir noch etwas über die Barbaren sagen? Nein, nix. Wir haben es ja nicht mal bis zum eigentlichen Lager geschafft. Aber jede Menge Wachen, die sind ganz schön auf Zack. Und was wollt ihr jetzt tun? Sobald ich wieder reisen kann, melde ich mich beim Clan. Sondern die Clan-Elzen sind entscheiden, was das nächste zu tun werden soll. Bis dahin werde ich um meine Kameraden trauern. Ich muss mich auf den Weg machen. Lebt wohl. Hast du noch was? Nö. Dann reden wir mit dem Stummelzieh hier. Ah, da seid ihr eigentlich. Ich habe mich schon gefragt, ob ich überhaupt richtig bin. Glück auf, mögen euch die Götter gnädig sein und all das O.K. Also der Name lautet Stummelzieh. Hobart Stummelzieh. Und wenn ich mich nicht sehr täusche, müsste ihr die legendären Helden des Eifelntal sein, oder? Ihr redet komisch. Ja, das sind wir in der Tat. Ein Paladin spricht niemals voller Stolz vor seinen Taten. Sollen sich doch andere als Helden bezeichnen. Ich habe nur das getan, was mein Glaube mir befohlen hat. Oh, wir können mal was Paladin-mäßiges nehmen. Paar Goblin-Fusel und Pferdedreck, sage ich. Nennt euch doch, wie ihr wollt. Ich suche nach Leuten mit außergewöhnlich scharfen Verstand und großer Schlussneid. Ja, wir sind Helden. Warum ist das so wichtig für euch? Nicht weit von hier gibt es eine zerstörte Burg. Man flüstert hinter vorgehaltener Hand, dass man in den Ruinen große Schätze, finstere Untiere und hinterhältige Fallen finden kann. Alle, die sich dorthin gewarnt haben, sind tot. Seufz, das ist ja mal wieder eine originelle Geschichte, mein Freund. Und was wetten wir? Dort spukt es auch noch, ja? Und ihr denkt wohl, ihr seid besonders klug, was? Nun, es gibt einen ganz einfachen Grund dafür, dass man derartige Geschichten hört. Sie sind nämlich wahr. Die Leute sagen, dass die Burg einen Wusch einfach einsaugt. Und wenn sie sich holt, dann lässt sie nie wieder gehen. Wo ist diese Burg? Das kann ich euch leider nicht sagen. Aber ich kann es euch zeigen. Kommt doch einfach mit und seht es euch selbst an. Verdient ein wenig Geld, rettet ein paar arme Seelen von einem grausamen Schicksal. Und vielleicht dichtet ja irgendein heruntergekommener Barde sogar ein paar Lieder darüber. Wie sieht's aus? Warum sollten wir gerade euch begleiten? Hey, ich kann sehen, wie sich die kleinen Zahnräder im Kopf drehen. Vielleicht seid ihr ja klug genug. Ich interessiere mich nur des Geldes wegen an der ganzen Geschichte. Wenn man nicht allzu hohe Ansprüche hat, kann man mit einem entscheidenden Anteil von dem, was die eigentlichen Helden verdienen, ganz gut leben. Also hey, eigentlich bin ich doch ein ganz anständiger Kerl. Kein Interesse. Seufzt, ihr seid also nutzlos. Nun gut, treibt mir ein paar echte Helden auf. Vielleicht lasse ich ja eine Belohnung springen. Leb wohl. Ja, den kenne ich nicht. Also, das mit der Burg kenne ich nicht. Ich glaube, das ist das Extra DLC von der Enhanced Edition. Müsste gerade mal gucken, wie es nochmal hieß. Also, DLC, das ich nicht kenne. Ich kenne nur Herz des Winters. Deswegen lassen wir den mal so stehen und reden mit Ambertun. Also ihr seid wirklich eine Augenweide. Neues Gesicht in Einsamwald und ein schönes dazu. Wie ist euer Name? Bei den Göttern, den Geruch vom Wein und gibt euch Frau. Stellt euer Getränke einen Moment zur Seite und sagt mir euren Namen. Ich bin Benui und wer seid ihr? Ambertun, sagt einfach Amber. Wie seid ihr hierher gekommen? Seid ihr mit einer Karawane unterwegs? Ich bin erst vor kurzem angekommen und die Reise war beschwerlich. Ich bin wegen der Bedrohung durch die Barbaren gekommen. Bedrohung? Ha, es gibt keine Bedrohung. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass die Nordmänner diese erbärmliche kleine Stadt niederbrennen. Das Beste, was diesem Ort passieren kann, wenn ihr mich fragt. Ihr wärt zufrieden, wenn diese Stadt, euer Heim, niedergebrannt werden würde?
Ist es euch egal, was mit eurem Haus, eurer Familie geschieht? Nehmen wir mal das Erste. Zufrieden? Nein, gesegnet, weil uns dann nichts mehr hier festhalten würde. Wirklich? Wenn die Barbaren angreifen, würden sie alle Leute in der Stadt abschlachten, eure Familie eingeschlossen. Meine Familie? Wir sind schon tot. Noch ein Tod macht keinen Unterschied. Es ist genug mit diesem Gerede. Gerede vom Barbaren und dieser verfluchten Stadt. Wenn ihr nichts trinken wollt, dann lasst mich in Ruhe. Gleich seid ihr Typ als Frau. Ihr seid Typ als Frau, richtig. Seid ihr Helis Mutter? Heli, dieses dreimal verfluchte Mädchen. Kann ich einen Tag vergehen, ohne dass sich die Göre sich Schwierigkeiten einhandelt? Sie kommt zu sehr nach ihrem idiotischen Vater. Dreimal verflucht? Heli ist eure Tochter, oder? Nicht meine. Ich habe sie vielleicht geboren, aber ich will nichts mit ihr oder ihrem idiotischen Vater zu tun haben. Bei den Höllen, wie sind wir überhaupt auf dieses Thema gekommen?